So Leute, jetzt sind wir zweiter Morgen im Projekt, haben gerade einen Barsch gefangen beim dritten Wurf, habe jetzt auch voll die Motivation und hoffe jetzt, dass wir noch ein paar mehr fangen und wir brauchen noch einen Barsch, dann gehen wir wieder in Führung. Wäre natürlich sehr, sehr wichtig. Die Barsche gehen hier aber auch gerade komplett ab, deswegen werden wir die Hoffnung nicht verlieren. Die Großen sind echt auch da unten, brutal. 20 haben die Männchen, die da unten stehen. Ich habe noch normale Würmer dabei, wir könnten eine auf Grund legen. Da unten. So, jetzt mal gucken, ob wir da einen kriegen. Ja, und Fisch. Nächster Barsch. Perfekt. Ja, 16. Der hat wieder 16,5, 17 cm. Also, und damit, Jungs, gehen wir. In Führung. Perfekt. Spitze, sauber. Geiler Morgen. Mal gucken, ob wir jetzt noch eine kriegen. Wir sind auf jeden Fall heiß auf den Köder. So Leute, ich habe jetzt meinen ersten Barsch für heute. Die nehmen wir jetzt mit. Dann können wir uns heute Mittag was Schönes kochen. Sind zwar nicht die größten, aber sind ganz okay. Auf so einen kleinen 2-Inch Köder. Und wir hoffen, dass es so weitergeht. Bis nachher. Bis zum nächsten Fisch. Hier. Ich bin jetzt auf die Hegen umgestiegen, da hier direkt am Steg relativ viele schöne Barsche stehen. Das sind jetzt kleinere, aber wir schwimmen auch richtig dicke Oschis rum und die probiere ich jetzt mit der Hegen zu überlisten und dann sehen wir uns beim nächsten Fisch. So Leute, wir haben jetzt den nächsten Fisch, oder eigentlich gesagt, wir haben beide den nächsten Fisch. Ich habe einen 18er Barsch, ja. Konchi hat einen 15er Barsch gefangen. Genau. Und wir hoffen, dass es weitergeht und wir sehen uns beim Action. Jetzt haben wir gerade Szene. Nächster 20er Barsch, gerade bevor das Schiff kam. Wir haben jetzt schon einen sehr guten Punktevorsprung, würde ich sagen. Die anderen sind jetzt mit dem Boot raus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Fisch. Ist der Döbel on? Da ist er. Schön da drüben. Wir zeigen ihn euch gleich. Da ist das Ding. Ein schöner Döbel. Wir messen ihn. Und zeigen ihn euch gleich. Das war jetzt ein schöner Döbel. Ich habe die ganze Zeit Topwater gefischt. Auch schon zwei Nachläufer gehabt und eine fette Attacke. Aber jetzt habe ich mir gerade hier so einen schönen Spinner dran gemacht. Der fängt eigentlich immer so Forellen und so. Dachte ich jetzt, vielleicht wollen sie den Spinner. Erster Wurf direkt Döbel reingeknallt. Geil, Mann. Leute, wir sind jetzt hier am Spot. Und immer noch am selben. Wir machen jetzt immer so einen kleinen Drift. Fahren einmal nach da hinten. Lassen uns hier reintreiben. Gucken, ob wir einen Döbel bekommen. Döbel sehen wir immer, werfen wir an. Ich probiere es mit Spinner, denn Noah ist gerade mit Topwater probiert und wechselt jetzt auf einen anderen Köder. Der nächste, auch wieder so ein schöner. Wir waren gerade hier in so einer kleinen Einbuchtung. Wir fahren jetzt wieder ein Stückchen raus, weil es ziemlich flach ist. Du hast ein bisschen kleiner wie der andere. Wir zeigen ihn euch gleich. So Leute, schau wieder der nächste. Ich schätze mal, der hat so an die 19 cm und wir gucken, was weitergeht. Wieder der nächste Barsch. Ich denke mal auch an die 16 cm und ich freue mich richtig, weil heute geht es richtig voran. Gestern lief es da richtig schlecht am See. Wellengang war richtig brutal. Heute haben wir klare See und ich hoffe, dass es weitergeht. Wieder auf den kleinen grünen mit blauem Schimmer und ich hoffe, dass wir heute noch ein paar kriegen. Jetzt habe ich auch meinen nächsten Barsch mit 18,5, das heißt, ja, 19 Punkte, der Fabio hat auch einen schönen kleinen. Mit 15 cm. Wir haben ihn jetzt doch nicht mehr gezeigt, der war ein bisschen zu klein, aber schnell wieder zurückgelassen.
Hat leider nicht gezählt. Ja, er war zu klein. 26, hatte ja 30, muss er haben, dass er in die Wertung geht. Aber der nächste wird wieder größer. Wieder ein beim Noah. Also Noah hat es echt drauf. Aber ich glaube, der hat auch nicht die 30. Wir messen ihn aber mal zur Sicherheit. Der andere hatte 24. Und der nächste, den messen wir jetzt auch mal schnell. Erstmal nass machen, die Unterlage. Das ist schon nass. 25 hat der. Noah. Alle ein Stück zu. Naja, schöner Fisch, aber trotzdem, und die machen mega Spaß. Wieder so ein kleiner leider bloß. Der hat, glaube ich, noch nicht ganz 30. Der ist untermaßig. Leute, wir gehen jetzt von unseren alten Spots weg. Leider keinen großen Wirbel mehr. Heute liegen wir einfach sehr weit hinten, leider. Ja. Aber wir fahren jetzt rein. Und wir uns morgen nochmal. Wir jetzt die Barsche. Wir haben jetzt gut 4 Meter Barsche gefangen in der Länge. So 400 Punkte. Ein bisschen mehr. Sind zufrieden damit, den Vorsprung haben wir uns auch verdient, meiner Meinung nach. Jetzt kommen schon die Besten. Ja, und sehen uns dann, wenn wir fertig sind mit dem Filetieren. Wir filetieren die jetzt im Ganzen, da bei so einer Menge Barsche das Ausnehmen einfach keinen Sinn macht.